Er gilt als Zentralheizung Europas und sorgt für verhältnismäßig milde Winter, der Golfstrom. Diese gigantische Meeresströmung wird schwächer, verursacht durch Klimaveränderungen. Was wären die Konsequenzen, wenn die Wärmelieferung vom Äquator plötzlich ausfällt? Das besprechen wir gleich mit dem Klimaforscher Stefan Rahmstorf. Herzlich willkommen bei Nano. Ja, bei allem Corona gerät leider etwas aus dem Blick, dass eines unserer drängendsten Menschheitsprobleme nach wie vor der Klimawandel ist. Gerade letzte Woche erst ist in der Antarktis ein gigantischer Eisberg abgebrochen. Und nun auch dieser Befund. Der Golfstrom ist tatsächlich seit über 1000 Jahren nicht so schwach gewesen wie in den vergangenen Jahrzehnten. Der Tjustfjord in Norwegen. Hier kann man Gegensätze förmlich spüren. Die Luft hat nur minus 11 Grad. Das Wasser ist mit plus 4 Grad aber vergleichsweise warm. Der Fjord fast eisfrei. Dank des Golfstroms. Der Golfstrom ist ein riesiges Wassertransportsystem, das uns Wärme nach Europa bringt. Warmes Wasser aus dem Golf von Mexiko fließt nach Norden und sinkt dort als kaltes, schweres Wasser in die Tiefe. Dieses kalte Wasser wird dann wiederum nach Süden transportiert. Doch der Golfstrom gerät ins Stocken, hat sich verlangsamt, berichten Forschende nun schon seit einigen Jahren. Temperaturmessungen von der Meeresoberfläche wollen belegen, dass sich der Golfstrom seit den 1950er Jahren um etwa 15% verlangsamt hat. Der wahrscheinliche Grund? Die Erderwärmung. Wenn wir zu viel Regen in den Nordatlantik kriegen oder wenn zum Beispiel Grönland abschmilzt, zu schnell abschmilzt, dann wird das Wasser im Norden zu leicht und sinkt nicht mehr ab und dieser Golfstrom versiegt und transportiert keine Wärme mehr in den Nordatlantik und das wäre sehr, sehr schlecht. Bei den Messungen hat sich außerdem ein spezielles Muster gezeigt. Eine Abkühlung des Ozeans südlich von Grönland hat sich außerdem ein spezielles Muster gezeigt. Eine Abkühlung des Ozeans südlich von Grönland und eine ungewöhnliche Erwärmung vor der US-Küste. In einer neuen Studie konnten Forschende nun sogar bis zu 1600 Jahre in die Vergangenheit des Golfstroms blicken. Mithilfe von Daten aus natürlichen Umweltarchiven, wie zum Beispiel Korallen, Ozeansedimenten oder Einträgen aus alten Schiffslogbüchern. Das Ergebnis? Noch nie in über 1000 Jahren war der Golfstrom so schwach wie heute. Ja, welchen Einfluss diese Abschwächung bereits auf unser Klima hat und noch haben könnte, darüber spreche ich jetzt mit dem Klimaforscher Stefan Rahmstorf. Er ist unter anderem Abteilungsleiter am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Guten Abend, Herr Rahmstorf. Guten Abend. Ja, vor ungefähr 3 Jahren haben Sie mit uns schon mal über die Verlangsamung des Golfstroms gesprochen. Damals fehlten in den Studien allerdings noch belastbare Aussagen über die langfristige Entwicklung. Gilt mit den neuen Daten denn jetzt als gesichert, dass er sich aufgrund der globalen Erwärmung in den letzten Jahren tatsächlich sukzessive verlangsamt hat? Wir haben jetzt 11 unterschiedliche Datensätze zusammengestellt, die zum Teil 1600 Jahre zurückreichen. Von verschiedenen Forschergruppen in den letzten Jahren publiziert. Und wenn etwas in 1600 Jahren nie passiert, bis auf jetzt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und wenn das auch genauso vorhergesagt ist von den Klimamodellen als Folge der globalen Erwärmung, und wenn wir die Physik dahinter verstehen, was das verursacht, dann würde ich sagen, es ist schon ziemlich gesichert, dass die Abschwächung dieser Atlantikzirkulation auf die globale Erwärmung zurückzuführen ist. Welche Auswirkungen sind denn jetzt schon ganz unmittelbar spürbar oder auch sichtbar? Diese Verlangsamung hat den Wärmetransport in den nördlichen Atlantik stark reduziert, sodass dort eine Kältebase entstanden ist in den Meerestemperaturen. Und das ist die einzige Region der Welt, die sich in den letzten im letzten 100 Jahren abgekühlt hat und nicht erwärmt hat wie der Rest des Planeten. Diese Kälteblase im Atlantik hat einen Einfluss auf die Verteilung der Hoch- und Tiefdruckgebiete. Da setzt sich gerne ein Tiefdruckgebiet fest, wo dann die Luft im Süden drum herum geht und aus südwestlicher Richtung nach Europa hereinströmt, was im Sommer verstärkte Hitzewellen verursacht. Eine andere Folge ist der
überproportionale Anstieg des Meeresspiegels an der amerikanischen Küste. Denn der Golfstrom hat auf seiner rechten Seite einen Meeresspiegel, der 1 Meter höher liegt auf der linken Seite, als Folge der Strömungsdynamik und der Erdrotation. Und wenn sich das System abschwächt, geht auf der amerikanischen Seite der Meeresspiegel nach oben, mehr als im globalen Durchschnitt, ohnehin schon durch die Erderwärmung. Wenn dem Golfstrom jetzt tatsächlich zunehmend die Kraft ausgeht, womit müssen wir dann rechnen? Mit den totalen Klimaextremen? Die neueste Generation von Klimamodellen für den Weltklimarat lässt eine Abschwächung um 34 bis 45% bis 2100 erwarten, also um ein Drittel bis fast die Hälfte. Damit werden sich die Effekte, die wir schon sehen, verstärken. Wir kommen aber auch in gefährliche Nähe eines Kipppunktes, wo diese Strömung dann komplett abreißen könnte. In diesem Fall, wo wir alle hoffen, dass der eintreten wird, würde diese Kälteblase, die jetzt über dem Atlantik ist, sich stark ausdehnen und auch Landgebiete wie Großbritannien, Skandinavien erfassen und dort zu einer regionalen Abkühlung führen. Wie groß ist denn tatsächlich die Gefahr, also das Worst-Case-Szenario, dass der Golfstrom irgendwann komplett abreißt? Also ich kann da keine Prozentzahl dafür angeben, weil es ziemlich unsicher ist, diese Risiken wirklich abzuschätzen. Ich bin aber ziemlich zuverlässig, zuversichtlich, dass wenn wir das Pariser Abkommen wie versprochen umsetzen, also die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad halten, möglichst bei 1,5 Grad, dass wir dieses Risiko weitestgehend ausschließen können und dass sich dann, wenn die Temperatur stabilisiert ist, die Strömung sogar allmählich wieder erholen würde. Das legen zumindest die Modellrechnungen nahe. Das klingt relativ hoffnungsvoll. Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Ramsdorf. Schönen Abend noch. Gerne. Danke. Für die kleinen Tonstörungen bitten wir um Entschuldigung.